Moin moin, liebe Leute. Heute zeige ich euch den Terra Onion Mode. Bis gleich. Ganz frisch bei uns eingetroffen, da ist er, der Terra Onion Mode aus Andorra. Und was ist Mode? Mode heißt Multi-Optical Disc Emulator. Das ist so kompliziert, dass ich das tatsächlich ablesen muss. Und ja, was tut es denn Schönes? Es ist eine kleine Platine. Ich hole die mal hier raus. Geh raus, du scheiß Ding, ey! So, auspacken hat ein bisschen gedauert. So sieht sie aus. Eine kleine Platine. Und was ist es? Es ist der Ersatz für das optische Laufwerk von entweder, und das ist schon mal das erste coole Feature, eurem Sega Saturn. Hier noch schön verhüllt. Sega Saturn. Oder aber auch für euren Sega Dreamcast. Das heißt, ihr könnt diese schöne Dreamcast, ne? Ihr könnt diese schöne Platine in beiden Geräten benutzen. Und was tut sie in beiden Geräten? Ja, ganz einfach, sie ersetzt euer CD-Laufwerk. Man weiß ja, dass die CD-Laufwerke nicht so das allerewigste Leben haben. Manchmal oder meistens ist es der Motor, der den Geist aufgibt. Manchmal ist es aber auch schlicht und einfach der Laser, der den Geist aufgibt. Und man kriegt zwar noch neue, aber das Umbauen oder Reparieren ist immer ein ganz schöner Hassel. Und dafür gibt es den Multi-Disc... wie war das? Ach nee, Multi-Optical Disc Emulator Mode. Sieht so aus, ihr könnt dann da nämlich einfach einen USB-Stick ranstecken, das wäre hier. Oder aber noch viel cooler, ihr schnappt euch eine, sowas hier, eine SSD und packt die hier oben drauf. Und schon ja, könnt ihr dann einfach RIPs von euren Spielen erstellen, die ihr natürlich gekauft habt. Lade die hier auf diese schöne SSD, heißt das Ding. Und ja, ab damit in den Mode in eine der beiden Konsolen und ja, los geht's. Das Ding hier hat noch ein paar andere Vorteile. Zum einen, es ist nicht länderspezifisch. Das heißt, egal ob ihr einen deutschen Dreamcast habt, einen deutschen Saturn oder einen japanischen Dreamcast oder einen japanischen Saturn, das funktioniert mit allen. Und auch die Spiele, egal ob sie vorher mal region-locked waren oder nicht, beziehungsweise technisch gesehen ist ja die Konsole region-locked und die Spiele orientieren sich da nur dran, aber das ist wurscht, das geht dann trotzdem. Also ihr könnt damit jegliche Couleur von Spielen spielen und ihr könnt den Mode auch in jegliche Art von Konsole reinbauen. Das ist schon mal ziemlich cool. Ich habe hier zum Beispiel einen europäischen deutschen Dreamcast, erkennt man hier schön an dem blauen Logo oben drauf. Ich habe aber auch einen japanischen, mit dem würde das jetzt ganz genauso funktionieren. Und der Saturn zum Beispiel, der hier hinten auf dem Tisch schlummert, das ist zum Beispiel ein japanischer Saturn. Und ja, es funktioniert in beiden mit diesem einen wunderschönen Modul. Das könnt ihr kaufen, der Hersteller heißt Terra Onion, kostet, ich glaube, so um die 180 Euro plus Zoll und was halt noch alles so dazukommt, wenn man das aus Andorra bestellt. Ja, und dann müsst ihr es eigentlich nur noch einbauen, das werde ich jetzt auch gleich machen. Und dann testen wir mal, ob das auch wirklich das tut, was es tun soll. Eine Sache vielleicht noch, warum ich mir es überhaupt gekauft habe vor kurzem, hat in einem Dreamcast-Forum ein ja, unbekannter Mensch einen Port von Metal Slug 6 für den Dreamcast gepostet als GDI, also als Image. Und das Problem ist jetzt, wer sich damit schon mal befasst hat von euch, man kann ja so ein GDI nicht so ohne weiteres auf eine CD brennen, selbst wenn es von der Größe her passen würde, weil man braucht auch noch einen Bootloader und das ist alles unfassbar kompliziert. Und deswegen, ja, habe ich mir den Mode geholt, weil da kann man das dann einfach auf die Platte kopieren und dann geht's los. Das wird jetzt mal eingebaut, als erstes in den Dreamcast und wenn wir es schaffen, baue ich es auch noch in den Saturn ein und zeige euch das. Und ja, dann gucken wir mal, wie das so läuft, wa? So, wir haben den lieben Dreamcast jetzt mal auf den Kopf gelegt, entfernen zuallererst hier das Modem. Das muss euer Dreamcast nicht haben, meiner hat's aber.
Und dann schnappen wir uns einen ganz normalen, bekannten Kreuzschlitzschraubenzieher, sowas hier, damit man die vier Schrauben lösen kann. Einmal hier in der Ecke, hier auf dem Cover, hier und hier. Ihr braucht auf jeden Fall einen etwas längeren Schraubenzieher, weil hier muss der doch relativ weit reingehen. Wenn ihr dann alle vier Schrauben entfernt habt, einfach rumdrehen, den lieben Dreamcast, und einfach dann den Deckel abnehmen. Tada, so sieht's aus. Falls ihr eine CD drin habt, wäre es ganz hilfreich, die vorher auf jeden Fall rauszunehmen. Den Deckel könnt ihr erstmal weglegen, den brauchen wir erstmal nicht mehr für eine gewisse Zeit. Als nächstes müssen wir das Laufwerk ausbauen. Das hat Sega tatsächlich ganz clever designt, denn es gibt nur drei Schrauben. Eine hier oben, eine hier unten und eine hier auf der Seite. Und wenn man die rausgeschraubt hat, dann kann man tatsächlich die komplette Drive-Unit einfach rausnehmen. Bei manchen Dreamcasts ist es tatsächlich so, dass man auch das Netzteil, was sich hier drüben befindet, vorher noch ausbauen muss. Das wird allerdings bei den Revisionen dann auch nur mit zwei Schrauben gehalten, ist also kein besonderer Mehraufwand. Bei meinem ist es jetzt glücklicherweise so, dass es einfach mit den drei Schrauben geht. So, Schrauben sind raus und dann könnt ihr das ganz einfach hier so, wie ihr jetzt seht, rausnehmen. Müsst ein bisschen aufpassen, die Schraube, die hier vorne auf dieser Seite sitzt, wo jetzt mein Finger hin zeigt, die klemmt so ein bisschen drunter, da ist nochmal wie so ein kleiner Nippel, einfach den vorsichtig rausheben, also das Laufwerk vorsichtig rausheben und dann passt das. Das Laufwerk könnt ihr dann auch erstmal zur Seite legen und dann sieht euer Dreamcast Innenleben tatsächlich so aus. Und hier auf der Seite sieht man jetzt schön so einen großen Connector-Port. Und wenn ihr euch den Mode mal anguckt, seht ihr auch da einen großen Connector-Port. Und wenig überraschend wird jetzt genau in diesen Port auf dem Dreamcast der Mode reingesteckt. Und genau das machen wir jetzt mal. Eine Sache noch zur Ergänzung, das werdet ihr auch in der Installationsanleitung vom Mode sehen, da sind solche kleinen Abstandshalter-Lies dabei. Die werden, wenn man das Ding dann wiederum so hält, kommen die hier in die jeweiligen Ecken rein, damit das nicht auf dem Dreamcast aufliegt. Das Wichtige ist nur, diese kleinen Abstandsdinger haben hier unten so eine Klebefläche. Und solltet ihr jemals vorhaben, das Mode wieder auszubauen, zum Beispiel weil ihr es wie ich in meinen Dreamcast, in euren Saturn noch einbauen wollt, dann dürft ihr auf gar keinen Fall die Klebefläche hier abziehen, weil die Dinger kleben echt wie Hexe und die lassen sich auch durch diese Dinger, die sich oben verbreitern, nicht so leicht wieder aus der Platine rausziehen. Also am besten lasst ihr die Klebefüßchen erstmal dran. Und packt das mit Cover da rein. Das hält auch so, das ist wirklich nur sonst, damit es eben nicht verrutscht. Ja, kein Modding ohne Probleme. Ihr seht jetzt, ich habe jetzt hier diese Gummiklebefüßchen daran gemacht und der sich tatsächlich hier oben befindet, der ist zu lang. Das heißt, wenn man das jetzt hier einsetzt und dann auch darauf achtet, dass es auf den Connector unten passt, dann ist hier oben in der Ecke das Problem, dass der tatsächlich ein wenig zu lang ist. Deswegen werden wir den jetzt einfach hier ein bisschen abschneiden und dann passt er sicherlich auch da rein. So sieht der Spaß dann aus, wenn es fertig ist. Ich habe übrigens ganz am Anfang noch vergessen zu erwähnen, dass ihr neben der SATA-Festplatte, die wir jetzt gleich hier draufstecken werden, hier oben ihr einen USB-Stick einstecken könnt. Das habe ich, glaube ich, erwähnt. Aber was ich nicht erwähnt habe, ist, hier unten gibt es auch einen Micro-SD-Karten-Slot. Ich persönlich würde euch auch dringend empfehlen, vor allen Dingen anhand der Preise von SSDs, besorgt euch einfach eine SSD. Das ist von den Ladezeiten her viel besser, als das zum Beispiel mit einer Micro-SD-Karte oder einem USB-Stick zu machen. Auch wenn ihr jetzt ein bisschen Hassel haben werdet, vielleicht die SSD einzurichten, denn die muss bestimmt in einer bestimmten Art und Weise formatiert werden und ihr müsst sie natürlich dann auch jedes Mal rausnehmen, um was drauf zu kopieren. Aber ja, das ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Ansonsten die SSD selbst, das ist super einfach, wie auch bei jedem PC. Man schnappt die sich einfach, man guckt natürlich, dass sie richtig rum ist, schiebt sie auf den SATA-Port und fertig. Und schon ist der Mode eingebaut. Und der Einbau für den Dreamcast könnte wirklich nicht einfacher sein. Trotzdem natürlich, wenn ihr euch so ein Ding besorgt habt, ladet euch auf jeden Fall die Anleitung zum Einbau im Netz runter. Da stehen noch ein paar wichtige Tipps drin. Ich werde jetzt gleich die SSD
nochmal rausnehmen und sie kurz am PC formatieren. Das ist ganz einfach, eine gigantische Partition als FAT32 oder als EXFAT. Dann im Root ein Ordner, der sich Dreamcast nennt, und ihr könnt auch, wenn ihr wollt, gleich bei der Gelegenheit noch einen anlegen, der Saturn heißt. Und dann könnt ihr innerhalb dieser Ordner die entsprechenden Spiele ablegen. Idealerweise ist es aber so, dass ihr die Spiele nochmal in den eigenen Unterordner packt. Wenn ihr Spiele habt, die aus mehreren CDs bestehen oder aus mehreren GD-ROMs, wie zum Beispiel, was weiß ich, Resident Evil Code Veronica oder Shenmue, dann könnt ihr die Images der einzelnen Discs tatsächlich in einen Ordner packen. Das heißt, ihr habt eben den Ordner im Root, der heißt Dreamcast, darunter legt ihr einen Ordner an, zum Beispiel Resident Evil Code Veronica, und da könnt ihr dann beide CD-Images einfach reinkopieren. Bevor ihr das Ganze dann, nachdem ihr die SSD wieder eingesetzt habt, aber in Betrieb nimmt, empfehle ich euch ganz dringend, den Deckel wieder drauf zu machen. Denn hier auf der linken Seite ist ein Netzteil und da fließen hier oben 220 Volt oder 240 Volt rein. Da kann man sich also auch ernsthaft verletzen und sterben. Also insofern macht den Deckel wieder drauf. Ihr müsst den jetzt nicht unbedingt festschrauben, aber der sollte auf jeden Fall wieder drauf sitzen, damit das hier verdeckt ist. Und dann lässt sich auch tatsächlich der Powerknopf einfacher bedienen. So, ihr Lieben, da ist er. Eingebaut ist es in den Dreamcast und ich zeige euch jetzt mal, dass es auch tatsächlich funktioniert. Leider muss ich den Bildschirm für euch heute mal abfilmen, weil ich tatsächlich jetzt zu faul war, was zu suchen, womit ich den Dreamcast capturen kann. Aber das geht auch so und ja, schauen wir doch einfach mal rein. Ihr seht mich jetzt nicht, das ist aber nicht so wichtig. Ihr seht und hört den Dreamcast mit seinem wunderschönen Bootgeräusch. Gleich kommt auch hoffentlich ein Bild. Genau, da ist das altbekannte Dreamcast-Boot-Logo. Dann ist natürlich wie immer die Batterie leer, sodass man die Uhrzeit einstellen muss. Kennt ihr vielleicht von eurem Dreamcast. Und ja, da ist auch schon das Mode-On-Screen-Menü. Und hier seht ihr jetzt mal Spiele, die ich hochgeladen habe. Also Crazy Taxi zum Beispiel, Metal Slug, da kommt noch ein anderes Video dazu. Sega GT und Sega Rally 2. Und dann gibt es hier auch noch eine ganze Menge Options, die ihr einstellen könnt. Zum einen, wie Mode das Ganze jetzt anzeigen soll, aber ihr könnt auch einen Region Patch einstellen. Habe ich jetzt mal hier auf On gestellt, damit die Spieler automatisch alle laufen. Ihr könnt einen VGA-Patch einstellen, was ziemlich cool ist, weil mein Dreamcast zum Beispiel, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber hier unten liegt eine VGA-Box. Das heißt, der wird über VGA angesteuert. Das könnt ihr hier auch forcen. Das geht zwar nicht mit allen Spielen, aber tatsächlich mit den meisten. Naja, und ganz viele andere tolle Optionen, die ich euch jetzt nicht alle im Einzelnen zeigen werde. Aber wir werden jetzt mal hier dieses wunderschöne Spiel starten, Crazy Taxi 2. Ton gibt es für euch jetzt leider auch nicht, weil mir auch aufgefallen ist, wenn der Dreamcast an der VGA-Box hängt, muss man den Ton extra ausgeben. Ich kann euch aber versprechen, hier sind Kopfhörer und da ist auch tatsächlich der Crazy Taxi-Ton jetzt drauf. Und ja, ich glaube, zu Demonstrationszwecken reicht es jetzt aber eben auch aus, dass man sieht, wie es funktioniert. Wie gesagt, ich habe jetzt das Spiele-Image, ich habe einen RIP von der CD erstellt, hier, beziehungsweise von dem GD-ROM, habe das auf die SATA-Festplatte kopiert und ja, schon geht's los. Zum Speichern braucht ihr ganz normal noch, ich kann euch das mal hier anhand meines Controllers zeigen, die klassischen, ich weiß gar nicht, wie hießen die, VMUs, glaube ich, hießen sie. Ich habe jetzt hier eine etwas neuere drin, die etwas deutlich mehr Speicherplatz hat als die originalen. Hier hinten ist aber tatsächlich auch noch eine original Sega VMU drin. Denn es wäre natürlich an sich cool, wenn das Mode auf die Festplatte speichern könnte, kann es aber aktuell noch nicht. So dass ihr eben immer eine, ja, heutzutage würde man sagen, Memory Card, damals war es eben eine VMU, noch braucht. So, wir fahren jetzt noch eine ganz kurze Runde, nur um euch zu beweisen, dass es auch wirklich funktioniert. Ihr könnt auch schon sehen, dass die Ladezeiten deutlich kürzer sind als sonst. Mit der GD-ROM lädt das Ganze nämlich noch viel, viel länger. Und ja, jetzt geht es eigentlich auch schon los. Und ihr seht, falls ihr euch wundert, warum die Qualität so geil ist, wie gesagt, ist eine Dings dran, eine VGA-Box. Und das läuft einwandfrei, total smooth, also kann man wirklich nicht meckern. Und auch von der Installation her, ihr habt es ja gesehen, es war
wirklich super easy. So, ein Fahrgast abgesetzt, das ist schon mal ganz gut. Das soll jetzt auch erstmal so weit für die Demo reichen. Es gibt noch eine Sache, die ich euch ganz kurz mehr oder weniger zeigen will. Und zwar, wenn ihr jetzt wieder an das Mode-Menü zurück wollt, habt ihr nicht so viele Möglichkeiten aktuell, außer den Dreamcast auszuschalten, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, ihn jetzt wieder anzuschalten. Und dann kommt ihr gleich wieder, wenn er gebootet hat, in das Mode-Menü zurück. Was man aber machen kann, gerade für die von euch, die so ein bisschen mit dem Lötkolben umgehen kann, man kann einen kleinen Reset-Button, den man sich irgendwo anders her besorgt, an das Modeboard anlöten und dann, beziehungsweise mit Kabel anlöten, und dann hat man praktisch einen kleinen Reset-Schalter, den man dann benutzen kann, um immer wieder hier zu diesem wunderschönen Menü zurückzukommen. Ihr könnt auch noch etwas anderes machen. Und zwar, mal gucken, ob ich euch das jetzt hier mit der Kamera zeigen kann, ohne dass jetzt hier alles total zusammenfällt. So, da seht ihr jetzt hier den lieben Dreamcast auf dem Tisch. Wenn ihr jetzt hier das Laufwerksfach aufmacht, könnt ihr hier innen, da drin, auf das Mode-Bedienteil sehen. Und da gibt es hier zwei kleine Dip-Switches. Und diese Dip-Switches könnt ihr auch drücken, während das Ding läuft, und dann kommt ihr eben auch zurück zum Menü. Ist jetzt nicht ganz so schön wie ein separater Reset-Schalter, aber auch, finde ich, erstmal gar nicht so verkehrt. Soweit so gut zum Terra Onion Mode. Ich finde es total krass, es funktioniert wirklich sau geil, wenn ich das mal so sagen darf. Das Beste daran ist eigentlich der Einbau. Der ist wirklich, ihr habt das ja gesehen, Deckel ab, GD-ROM raus, das Ding reingesteckt, vorher noch die SATA-Festplatte vorbereitet, fertig, und es läuft. Also das ist wirklich das Mod mit dem allerwenigsten Pain, das ich jemals erlebt habe. Insofern kann ich euch das nur sehr, sehr stark empfehlen. Und schaut euch auf jeden Fall das Metal Slug 6 Video an. Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, ihr werdet mehr als begeistert sein. Und ich werde auch die Tage noch ein Video machen, wo das Mode in den Saturn eingebaut wird. Das ist tatsächlich ein ganz klein bisschen aufwendiger, das kann ich euch schon mal sagen. Aber auch das machbar auf jeden Fall. In diesem Sinne, bis bald, bleibt gesund und